Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Haul auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Freunde, inzwischen das 30. Haul. Ich meine, man sieht es ja in den vielen Videos, die ich inzwischen gemacht habe, dass auch schon viele Sets gebaut worden sind und gekauft worden sind und zur Verfügung gestellt worden sind. Und es nimmt kein Ende, es sind inzwischen wieder neue Sachen eingetroffen. Wir fangen diesmal an von groß nach klein. Mal gucken, ob ich das jetzt so hoch kriege. Und zwar haben wir The Flying Dutchman von Reobrix. Wow, was ein Monster. Wir haben hier 5865 Teile. Nummer 66037, The Flying Dutchman. Es ist eine Wucht, das kann ich nicht anders sagen. Ich meine, der Karton hat leider wieder etwas gelitten. Nicht so schlimm, aber ich finde es immer schade. Vor allem, es war ein riesen Überkarton dabei, das kam ja von Amazon, das Ding. Habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von Reobrix. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und ja, obwohl es so ein riesen Karton war, habe ich gedacht, der müsste ein bisschen geschützt sein. Aber nee, das war, ja, ihr seht es hier oben, ne? Aber was soll's. Ja, das ist die Rückseite. Das Ganze ist auch modular gebaut. So werde ich wahrscheinlich meine Bauabschnitte dann auch machen, dass ich den immer von modular zu modular dann zeige. Also erst hier unten, dann das Oberdeck und dann da oben noch von der Kabine oder was es da ist noch. Ja, wir werden es sehen. Aber ein richtig geiles Teil. Und vor allem 1 Meter lang. Ja. Und eine Höhe haben wir von 72,6 cm und eine Tiefe von 30 cm fast, also 29,3. Also es ist schon ein Gigant, kann man nicht anders sagen. Genau. Dann haben wir noch ein großes Paket. Und das ist noch zugeklebt. Ich versuche das jetzt mal schnell aufzukriegen. Oh. Das ist auch von, keine Ahnung, von wem das jetzt gekommen ist. Nicht von Amazon. Nee, stimmt gar nicht. Das ist aus China gekommen. Muss man ja aufpassen, dass ich mich nicht hier verletze. Ich zeige euch mal, was da drin ist. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Und zwar ist das was Neues. Was ganz Neues von, also müsste es sein, von Funhole. Ja, und so wie das eingepackt ist, sieht es so aus, ja. Jetzt schauen wir mal, ob ich das hier rauskriege. Die machen das nämlich immer wirklich sehr eng bemessen. Also ich weiß nicht, ob die Sets nach den Kartongrößen bauen, aber auf jeden Fall passt es immer genau rein. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier oben geht's auf. Und wir werden uns nicht verletzen, hoffe ich. Immer vom Körper weg. Also da freue ich mich auch schon drauf. Die haben mich angeschrieben vor, ich weiß nicht, das ist schon eine Weile her, mit dem Set hier, ob mich das interessiert. Und ihr wisst ja, ich bin inzwischen ein großer Reobrix und Funhole-Fan. Also für mich gibt es eigentlich fast gar nichts mehr anderes, weil ich sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Und diesmal haben wir was Neues, ein neues Steampunk. Oh, ein neues Steampunk-Set. Und zwar diese Tower Bridge. Alter, ist die genial. Schaut die gut aus. Wie viele Teile hat das? Das steht doch auch hier wieder irgendwo, oder? 3170 Teile. F9047. Wow. Also, die sieht mal richtig, richtig gut aus. Also, da freue ich mich schon sehr drauf. Da bin ich echt gespannt. Ich meine, ich habe schon das Steampunk-Luftschiff gebaut. Was habe ich noch gebaut? Die Train Station nicht. Das Trading Center habe ich auch gebaut, genau. Den Hot Rod habe ich gebaut. Und ja, den Zug und die Train Station nicht. Nee, die habe ich nicht gebaut, die sind da hinten drauf. Ja, da kann man das mal sehen, da kannst du deine schöne Steampunk-Welt machen. Genial. Finde ich klasse. Wieder alles Drucke, davon gehe ich mal aus. Und ja, der Karton ist auch wirklich sehr schön wieder und auch nichts kaputt.
Ja, dann haben wir als nächstes. Ja, ich habe jetzt mal einen kleinen Cut gemacht, weil ihr habt ja gesehen, das hat jetzt mit der Schlinge hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, irgendwelche Sets hier hochzuholen, weil es nur schmerzhaft war und umständlich auch war. Deswegen habe ich jetzt einen Cut gemacht und habe gedacht, jetzt warte ich, bis ich das Ding endlich mal wieder weg habe. Und ja, also jetzt machen wir mal weiter mit Lesti. Da ist jetzt auch ein Paket gekommen. Und zwar dieses hier. Kannte ich so noch gar nicht. Diesmal ein Brauerkarton, einfach mit dem Lesti-Aufkleber drauf. Genau. Und wir gucken mal rein. Und sehen also eine Grundplatte beziehungsweise einen großen Beutel mit einer Grundplatte und einem QR-Code. Und dieser QR-Code, jetzt muss ich mal schnell das Handy zur Hand nehmen, ist also der Frameshop. Und dieses hier. Kann man das ein bisschen erkennen? Genau. Also das ist ein Bilderrahmenladen sozusagen. Modular auch. Das ist jetzt schlecht zu erkennen, also, aber ja, doch, man kann es einigermaßen erkennen. Genau. 3.636 Teile. Kostet da, ne, ist es ja auch nicht günstig, ne? Bei Lesti 218 Euro, sowas in dem Dreh. Und ja, den haben sie mich halt gefragt, ob ich das bauen möchte. Hat aber ziemlich lange gedauert, weil ihr wisst ja, die müssen ja erst die Steine und alles vorbereiten, um das zu verschicken. Das tue ich jetzt auch mal schnell weg zur Seite, weil es ist noch was gekommen von Lesti und zwar dieses Monsterpaket hier. Also nicht so, das habe ich ausgepackt schon. Und zwar sind da auch, warte mal, das habe ich auch hier drauf. Und zwar nennt sich das Mittelalter Modular Street mit Lichtklemmbausteine. Also die übersetzen es aber ganz komisch. Ja, das sind drei Mittelalterhäuser von, ist aber von Morg, so wie ich das gesehen habe. Irgendwo habe ich das gesehen, ja, hier vorne. Ich mache das mal auf und zeige euch das mal. Dann könnt ihr euch das mal, sieht man das besser. Das hat auch insgesamt, warte mal, wie viel Teil hat das insgesamt? Das steht da, glaube ich, auch irgendwo. 5.978 Teile. Und das ist gerade im Angebot für 89,99 Euro. Für die Teileanzahl ist es nicht schlecht. Von 158,99 € runtergesetzt. Genau. Mal gucken. Wo geht das Ganze hier auf? Irgendwo, die Folie will ich immer nicht kaputt machen, weil die kann man immer mal wieder gebrauchen, wenn man mal was verschicken will oder so. Deswegen hebe ich mir die meistens auf oder tue sie immer so aufschneiden, dass es nicht groß kaputt geht. Aber ich möchte die eigentlich schon immer irgendwie, wenn es geht, ganz lassen. So. Entschuldigung, 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 das ist der Kleber. Ich mache das jetzt einfach so. Genau. Und da haben wir also diese drei Sets. Das ist auch ganz schön schwer, muss ich sagen. Genau. So schaut das Ganze aus. Morg. Das steht aber X-Morg. Jetzt weiß ich nicht, was das ist. Also, da haben wir die 33031. 1991 Teile. Dann haben wir hier wahrscheinlich die 32. Ne, ist die 33. Und hier haben wir die 32. So. Genau. Und die kann man dann wunderbar aneinander stellen. Und dann hat man eben das hier. Und das fände ich ja schon irgendwo mega. Das schaut schon richtig gut aus. Soweit ich aber gesehen habe, sind die, das sieht man jetzt hier auf den Bildern nicht, aber irgendwo habe ich das gesehen, das sind die Häuser hinten offen anscheinend. Also bespielbar. Irgendwo habe ich das gesehen, irgendwo im Bild, aber das weiß ich nicht mehr wo. Aber trotz allem muss ich sagen, gefällt mir, schaut gut aus und es ist sehr viel zu bauen. Genau, packen wir das auch mal zur Seite. Es ist ja immer noch nicht alles. Das sind ja noch ein paar große Pakete. Habe ich hier noch ein großes, das ist auch gestern gekommen.
Habe ich schon mal aufgemacht. Ich mache das mal anders. So. Und zwar Neifelitz hat mich wieder angeschrieben. Die sind anscheinend immer sehr zufrieden. 3.699 Teile und zwar ein S63 Hypercar. Hypercar? Wie auch immer. Richtig, richtig geil das Ding. Gefällt mir. Schaut echt gut aus. Der ist neu jetzt im Oktober rausgekommen. Und ja, ist bei Amazon bestellbar. Preis weiß ich nicht, aber das mache ich dann alles, wenn ich das Set dann aufbaue und das Review davon mache. Ihr wisst es, da stelle ich das ja unten immer in die Videobeschreibung rein, was das Ding gekostet hat. Aber auf jeden Fall sehr geil. Gefällt mir ausgesprochen gut. So, dann, jetzt wird es ein bisschen, endlich mal ein bisschen kleiner. Wenn wir schon mal bei Autos sind, machen wir mal ganz klein. Das habe ich hier bei AliExpress bestellt. Tykol, keine Ahnung, weiß ich nicht, wenn das einer kennt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist wohl auch mit so einer, hier, mit so einer Vitrine. Also, es ist jetzt ein Mold King-Nachbau oder ich weiß nicht, Mold King hat doch diese ganzen Autos mit diesen Vitrinen. Ja, wer das weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise Sascha hat er davon, der Berlin-Bix, schöne Grüße an der Stelle. Der hatte da ganz viele von gebaut schon und der kann mir das auch vielleicht sagen, ja, was da, was das für eine Firma ist oder so. Also ich kenne die Firma noch nicht, aber ja, wir werden es sehen. Und mal halt wieder ein Auto. Irgendwas klebt da. So, dann haben wir hier noch, das habe ich auch bei AliExpress bestellt. Das ist allerdings nicht für mich. Also ich baue es auf jeden Fall nicht. Ne, es ist auch nicht für mich. Das ist ein Geschenk für eine Freundin von uns. Die liebt sowas und meint es ja gar nicht. Und das habe ich halt für sie als kleines Geschenk mitbestellt. Genau, und zwar einmal das hier. Orchideen von... Das sind doch, glaube ich, Orchideen, oder? Jalapeno Pieces? Keine Ahnung, 582 Teile. Ich habe weiß nicht mal mehr, was das gekostet hat, aber das war nicht sehr teuer. Aber ich habe gedacht, ja. So als kleines Geschenk, weil wir schon so lange befreundet sind, habe ich gedacht, tue ich das mal. Ja, schicke ich ihr einfach mal. Oder nicht schicken, ich gebe sie einfach mal. Gut, dann habe ich hier noch was von Alternate. Da sind zwei Pakete. Ich weiß nicht, warum sie das in zwei Paketen gepackt haben. Und zwar habe ich hier einmal diesmal, auch wenn ich da viel, damit nicht viel am Hut habe, aber ich weiß, dass die in den letzten Jahren immer im Preis gestiegen sind. Und deswegen habe ich gedacht, ach, mache ich auch mal so. Und zwar habe ich hier einen Star Wars Adventskalender. Genau. Den habe ich jetzt mir mal besorgt. Der wird auch nicht aufgebaut. Der bleibt einfach so, wie er ist. Zu und ja, vielleicht steigt er ja mal wirklich im Preis. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich habe gedacht, nehme ich mal mit, kann ja nicht schaden. Weil bei Alternate war der nämlich ziemlich günstig und ja, ich kann mit Star Wars nicht sonderlich viel anfangen. Vielleicht sind da auch so besondere Figuren dabei, keine Ahnung, die da unten so sind, am Tannenbaum, der eine zum Beispiel oder so. Weiß ich nicht. Ihr könnt es ja gerne mit in die Kommentare schreiben. Aber das war nicht das Einzige, was ich bestellt habe bei Internet. Jetzt muss ich mein Messer wiederholen. Da gibt es nämlich noch mehr. Und zwar habe ich da nochmal Autos. Autos. Also, weg damit. Ich habe tatsächlich jetzt mal einen Speed Champion gekauft, was eigentlich gar nicht meins ist. Und zwar ein Formel 1 Auto. Ich liebe ja Formel 1. Guckt es unheimlich gerne. Also früher noch lieber als jetzt, weil ja, na, da war das früher war das noch schön mit Tanken und was ich nicht alles. Es hat viel mehr Spaß gemacht irgendwie. Der Sound war besser. Aber trotz allem finde ich die Autos halt einfach nur genial. Ich weiß, da sind Sticker drin und so, aber ich wollte es unbedingt haben. Und weil ich den auch haben wollte, gab es dann tatsächlich noch einen, und zwar diesen hier. Jetzt seht ihr mich bald gar nicht mehr.
Kann man den sehen? Machen wir mal so. Genau, ein Lego-Technik-Set. Es ist ein McLaren auch, Formula E-Team. Der hat einen Pullback-Motor. Ja gut, Pullback-Motor, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und wahrscheinlich auch wieder viele, viele Aufkleber. Aber der passt irgendwie, passt ja zu dem, ist ja auch McLaren. Ne? Die zwei hier, und so, ne? Die passen ja irgendwie zusammen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das war nämlich auch im Angebot, nehme ich das mal mit. Dann habe ich noch Masters of Universe, tatsächlich von Mega, für 17 Euro nur. Der hatte mal, ich weiß nicht mehr, was der gekostet hat, auf jeden Fall war er wesentlich teurer, früher mal als 17 Euro. Und ich fand das Ding fand ich einfach irgendwie cool. Also der schaut schon irgendwie genial aus, wie Battle Cat. Ja, und ich weiß, es sind ja alles Drucke da drauf. Also glaube ich zumindest, es war doch immer Drucke, ne? Und 537 Euro Teile, nicht Euro, das wäre ein bisschen viel gewesen. Und wie für 17 Euro? Da habe ich gedacht, ne, das muss ich jetzt einfach mal mitnehmen. Genau, so, und zum guten Schluss habe ich noch von Kobi was. Dieses hier, eine Cessna. Das hat nur folgenden Hintergrund. Ein Freund von mir, der ist Pilot und fliegt Cessna und ich durfte schon hin und wieder öfter mal mit ihm mitfliegen. Und jetzt habe ich gedacht, na Mensch, wenn sie schon sowas mal rausbringen, dann hole ich mir das auch mal und baue die mal auf. Das ist nicht viel, das sind wie viele Teile sind, 162 Teile. Aber ich fand das irgendwie, fand ich das ganz putzig und Maßstab 1:48. Und habe gedacht, die baue ich einfach auf, mache ein Review dazu und dann schenke ich sie ihm, wenn er sie haben möchte, für sich zu Hause. Und dann kann er sich die halt ins Regal stellen oder wie auch immer. Genau, ja, das war's. Und es ist ja schon wieder eine Menge. Und da schon alleine, was hier drauf steht und die anderen Sets, die jetzt wieder auf dem Boden stehen. Stimmt ja gar nicht. Ich bin da noch gar nicht fertig. Eins habe ich ja noch. Und zwar ist es aber diesmal tatsächlich kein Klemmbausteinset. Aber es hat was mit Modellbau, sage ich mal so, zu tun. Und zwar ist es von Revell. Der eine oder andere kennt bestimmt Revell. Ich rede weiter, bin auch nicht mehr zu... Ist ja auch Quatsch eigentlich, ne? Wartet mal. So, dass man wenigstens ein bisschen was von mir sieht. Ne? Und zwar habe ich hier... Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das aufkriege. Habe ich da einen Adventskalender. Und der ist auch nicht gerade klein. Das ist ein ziemlicher Kasten. Warte mal, ich kriege gar nicht raus. Irgendwie. Gleich habe ich es. Gleich kann sich nur noch um Stunden handeln. Warte mal. Ich bin ja ein kleiner Fan von VW-Bussen. Gerade die alten. Ja? Und da ist jetzt einer drin. Das ist ja, ich habe gar nicht gedacht, dass das so riesig ist, das Teil. So, und zwar ist da einer. Kann man das sehen? Ne, kann man nicht sehen. So, hier. Ein T2 Adventskalender. Und da hast du dann halt, das ist so ein Easy-Click-System, also auch zum Zusammenbauen. Ja. Und da hast du dann halt lauter Teile drin. Einzelne 24 Stück und das ergibt dann halt nachher diesen VW-Bus. Zusätzlich ist dann noch Werkzeug drin, also hier so eine Zange, ein Cuttermesser, eine Feile oder sowas und auch noch Farben und ein Pinsel. Das könnt ihr dann individuell, könnt ihr das dann noch anscheinend bemalen. Genau. Also finde ich klasse, ein Riesenteil, 19 Euro. Hat das gekostet bei, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo das war. Aber also das ist schon mega. Gefällt mir ausgesprochen gut. Da freue ich mich drauf. Vor allen Dingen ist es mal was anderes, ne? Weil mal zusammenbauen hier über Adventszeit so immer mal jeden Tag so ein kleines bisschen da was bauen. Finde ich klasse, gefällt mir. Genau, aber das war es jetzt wirklich. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesen ganzen Sets haltet, wenn euch das gefällt. Oder ob es euch nicht gefällt, wie gesagt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja, ihr wisst ja Bescheid. Gerne ein Abo dalassen, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao, euer Paul.